Delegös von den Grünen. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden hier über den Etat der zivilen Friedenspolitik und der Diplomatie. Und das ist ja bei den Vorrednern auch eindeutig klar geworden, worum es geht. Wir brauchen die Diplomatie. Wir brauchen sie auf der internationalen Bühne. Wir brauchen sie auch in dieser komplexen, unübersichtlichen Weltlage. Beispiele dazu sind gefallen, sei es jetzt der Brexit oder die neue Rolle, die neue geopolitische Rolle der USA, die humanitären Krisen, die Tatsache, dass 60 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Und laut UNICEF ist jeder zweite Flüchtling weltweit ein Kind, ein Minderjähriger, unter 18-Jährige. Das bringt uns in neue Verantwortung. Syrienkrieg, Ukraine-Krise, all das ist etwas, wofür wir auch mit in die Verantwortung müssen und wo wir uns auch in dieser Verantwortung angesprochen werden müssen. Und deshalb brauchen wir auch das Auswärtige Amt, weil die Diplomaten dort unsere Kräfte sind, die uns nicht nur vom Ausland berichten, sondern natürlich auch unsere Werte nach außen hin übertragen und für uns dort gute Arbeit machen. Ich finde, es ist auch an der Zeit, da einmal ein Dankeschön auszusprechen für die gute Arbeit, die in Ihrem Haus, im Inland wie im Ausland da auch geleistet wird, Herr Minister. An dieser Stelle muss ich leider auch sagen, ich meine, Sie ziehen ja die ganze Zeit darauf ab, die Stiftungen abzuschaffen. Alles, was Sie sagen, ist, die Stiftungen sind Unrecht oder was auch immer, was Sie dafür im Kopf haben. Sie wollen die Stiftungen abschaffen. Mich wundert das ein bisschen, weil gleichzeitig gründen Sie doch selber eine Stiftung. Jetzt kann man daraus entnehmen, Sie werden niemals im Ausland eine Stiftung aufmachen. Das ist gut für die Welt. Bleiben Sie dabei. Aber ich finde genau die Arbeit der Stiftung, die ich kenne, wichtig, weil ja, sie setzen sich für Demokratisierung ein, sie setzen sich für unsere Werte ein. Und ich bin Verfassungspatriotin genug und Tag für Tag mit ihren Reden werde ich noch verfassungspatriotischer, um diese Demokratie und diese Werte stärker zu verteidigen und dafür auch die Stiftungen an dieser Stelle zu verteidigen. Wir brauchen ihre Arbeit mehr und nicht weniger im Sinne der Aufklärung und eines modernen Staates. Jetzt sind wir uns alle einig über die Wichtigkeit der Diplomatie in der Welt. Da klatschen auch alle, das finde ich super. Aber bei der Etatplanung sind wir da ehrlich gesagt nicht mehr einig. Warum? Wenn wir das alles für wichtig halten, dann können Sie doch nicht die Finanzplanung in den kommenden Jahren senken und weniger Mittel dafür ausgeben. Ganz im Gegenteil. Weil die Herausforderung steigt, müssten die Mittel in diesem Etat auch steigen. Die Aufgaben für zivile Außenpolitik und Entwicklungshilfe sind ja im Koalitionsvertrag gebunden an Militäretat. Jetzt sehen wir und stellen fest, Militäretat steigt, die anderen beiden gehen leer aus. Das passt nicht. Das ist falsch. Das kann nicht die Rolle Deutschlands sein. Das müssen wir umdrehen. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, zu was das auch führt, wenn Sie so weitermachen. Das Auswärtige Amt erhält nur eine minimalste Steigerung in den Personalmitteln. Ja, Sie erhalten welche, aber das sind natürlich auch sehr viele Pflichtaufgaben dabei, die ohnehin gekommen wären. Minimalst. Dabei benötigten Sie alleine 400 neue Stellen, um in den Bereich der Personalreserve reinzugehen. Was macht die Personalreserve? Das sind die Leute, die wir ad hoc einsetzen können, um Überlastungen im Ausland, zum Beispiel bei Pass, zum Beispiel bei Visastellen, irgendwie ausgleichen zu können. Wir brauchen diese Menschen übrigens. Wir wissen auch, was diese Stellen für eine Stellenbeschreibung haben, ja, wo sie eingesetzt werden, welchen Auftrag sie haben, welche Aufgaben zu haben. Und sie bekommen keine einzige Stelle zugebilligt. Dann haben wir ein Ministerium, so ein sogenanntes Heimatministerium. Da wissen wir eigentlich nicht, was die Leute machen sollen, was sie für einen Auftrag haben sollen, womit sie beschäftigt sind. Und trotzdem bekommen die 100 neue Stellen. Finde den Fehler. Die einen wüssten, wo sie arbeiten, die anderen haben keine Ahnung davon, bekommen aber die Stellen. Finde den Fehler. Ich finde, hier verkommt Personalpolitik zu einer symbolischen Machtpolitik. Das ist zu teuer. Das ist ignorant. Das ist selbstvergessen. Das hat überhaupt keine Idee, worum es geht. Und da, finde ich, müssen wir noch mal nachhaken. Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, da haben wir vieles gesagt, aber ehrlich gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass es am Freitag immer noch im Etat drin stehen wird fürs nächste Jahr. Meine Angst ist, dass wir wieder von neuem anfangen müssen, als Haushalter dafür zu kämpfen. Ich fände das schade, weil wenn alle das gut finden, dann sollte das da auch etatisiert werden. Und ein Letztes. Wir werden im neuen Etat 2019 über Personal reden, über Kulturpolitik, befürchte ich nochmal, über humanitäre Hilfe, über Spending Review zwischen BMZ und dem Auswärtigen Amt. Wir sollten aber dringend darüber reden, wie wir UNHCR besser ausstatten.
Weil für all das, was sie sich vornehmen, ist die UNHCR überhaupt nicht vorbereitet. Und gerade wir machen ja durch eine Haushaltspolitik auch sehr starke Bedingungen. Das heißt, wir gehen überhaupt nicht so stark in die ungebundenen Beiträge. Aber genau die ungebundenen Beiträge stärken die UNHCR in ihrer Arbeit, auch tatsächlich auf Krisen reagieren zu können. Dass sie ungebunden sind, dass sie schnell sind, dass sie vor Ort sind, dass sie den Flüchtlingen helfen, das tun wir nicht. Und das ist mein persönliches Ziel, Herr Minister, dass wir da stärker mit reingehen. Und ein letztes, Colonia Dignitat, da gibt es jetzt einen Bericht. Da stehen Sie, da steht drin, rechtliche Verpflichtung aus Deutschland, es sei nicht gegeben. Aber eine moralische Verpflichtung, haben wir schon. Und da hat der Bundestag entschieden, und ich finde, das Haushalt muss das auch nachvollziehen. Auch das ist ein Auftrag, mindestens an Etat 2019. Vielen Dank. Als nächsten Redner rufe ich auf